Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Fallout 4. Kurz vor Kellogg, glaube ich. Was haben wir da rein? Schlechte Idee. So. Geschafft. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sins tun dir nichts. Reden wir. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Hey. Schieß los. Du hast bestimmt auch noch irgendwas, was wir nicht brauchen. Gewehr. Plasma? Das ist doch eine ganz normale Pistole. Okay, gut, ja, von mir aus. Hey, suchst du was? Mann, da ködert ist mich doch nicht so krass. Der unverwüstlichste Mann des Kontinents. Lustig, ich dachte immer, das wäre ich. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Verdammt, du verfickter Söldner. Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Das Institut? Ich werde ihn finden. Wo immer er auch ist. Nichts wird mich aufhalten. Meine Güte, du bist hartnäckig. Das muss man dir lassen. Wie ein Vater eben. Wie ich es an deiner Stelle wohl auch sein würde. Auch wenn es nicht... Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Danke.
schon. Deine Beine sind gebrochen, Junge. Oh, er bewegt sich wieder. So, und jetzt kommt die Gamma-Knarre. Danke. Ich hatte ein kleines Tuning nötig. Gute Arbeit. Dieser Mistkerl wird niemandem mehr was tun. Wir sollten uns umsehen, uns alle Infos sichern, die es hier gibt. Auf jeden Fall. Kellex. Pistole. Schmerzunterdrücker. Na also. Enthält das Holoband-Spiel Pitfall. Brauchen wir nicht. Kellogg's Outfit ist jetzt eigentlich auch nicht so das Ding, aber behalten wir natürlich. Das soll erstmal die rechtmäßige Herrschaft ablösen. Muss ein komisches Gefühl sein, die Knarre zu benutzen, die seine Frau getötet hat. Nick, dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper. Die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen. Die Sache besprechen. Wie kann Piper uns helfen? Vertrau mir, die Lady hat mehr drauf, als sie durchblicken lässt. Und sie lässt einiges durchblicken. So wie ich sie kenne, hat sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und wir müssen mit jemandem darüber reden. Okay. Dann also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Puh, sprich mit Piper über deine Erkenntnisse. Ja, das können wir machen, müssen wir aber nicht. Ach ja, es gab einen anderen Ausgang. Wir müssen auf jeden Fall noch mal nach Sanctuary. Wir müssen mal wieder Loot wegbringen. Nach oben.
Boah, es wird langsam kalt in meiner Wohnung. Wir haben schon seit Tagen nur noch Regenwetter. Und da ich in einem Plattenbau wohne, der nicht gedämmt ist. Achso, aus dem Gesicht. Zugang zum Dach. Ja, verriegelt. Das ist mir klar, was der Status ist, zu öffnen. Oh. Was zum Menschen Teufel? Des Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die stählerne Bruderschaft. Wow. Hey. Ich würde. Was brauchst du? Ist zwischen dir und mir alles in Ordnung? Läuft alles gut, denke ich. Ich möchte den Leuten hier draußen einfach nur helfen. Du hoffentlich auch. Sonst erstmal nichts weiter. Wie du meinst. Okay. Die stählerne Bruderschaft ist jetzt offiziell hier in dieser Welt. Naja. Dann wäre es eigentlich interessant, glaube ich. Ich wiederhole. Ups. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. Damit sind wir gemeint. Level 33 sind wir. Bald haben wir die 44 erreicht. Ich freue mich. Oh. Ein bisschen strecken, stundenlanges Aufnehmen, das macht den Körper müde. Man bewegt sich ja so wenig. Schau dir die Brandflecken an. Das Radio können wir dann auch schalten. Wir haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Jetzt, da die Pridwin hier ist, wird niemand den Ort angreifen. Das waren Ghule, wilde Ghule. Die interessieren sich nicht, wie viele Leute da stehen. Entschuldigung, Paladin Dance? Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Pridwin. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten.
Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Wer ist ältester Maxon? Maxon? Der Mann ist ein Irrer. Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der Stählernen Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwin jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Du bist immer noch hier? Keine Ahnung, was die da oben in dir sehen. Mehr als in dir scheinbar. Du kannst jetzt beruhigt durchatmen. Die Verstärkung ist da. Aspirin der Bruderschaft. Ich das hasse. Da sollen wir einsteigen, in ein Vertibird. Paladin Dance wartet drinnen auf dich, Rekrut. Ja. Na, was soll's. Minigun vor dir ist geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns technologisch überlegen sind. Bedeutet, wir haben keine Ahnung, was für Waffen ihnen noch zur Verfügung stehen. Hoffentlich werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Ich wünschte, jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Sie verstehen nicht, dass die Stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwingt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht und ich werde gern mein Leben geben, wenn das uns den Sieg bringt. Wir finden uns im Anflug auf den Flughafen. Die Pridwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kells auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Tja, ich habe nicht wirklich Feinde da unten gesehen, aber die Weitsicht ist halt auch irgendwie blöd. Also tariert sich sogar aus. Viel zu lange her, dass ich das letzte Mal an Bord war. Okay, Soldat. Das ist der Moment, in dem sich alles ändern wird.
Ich hoffe, du bist bereit. Ach ja. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pridwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Wie sieht ein richtiger Soldat aus? Ein Soldat sollte eine effiziente Tötungsmaschine sein. Kein Relikt aus der Vergangenheit, das dem Rest der Welt hinterherhechelt. Wenn Dance sich nicht für dich verbürgt hätte, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Außenstehende aufzunehmen, hat sich in der Vergangenheit als schwerer Fehler erwiesen. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Kannst du mir mehr über Ältester Maxim sagen? Ältester Maxim ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxim dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxim anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Du ekelst mich an. Du bist auch kein toller Anblick. Hallo. Ich kann jetzt nicht reden. Maxim wird gleich seine Ansprache halten. Okay, dann gehe ich da jetzt auch hin. Willkommen an Bord. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offen. Unter dem Commonwealth wuchert ein Gestür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen können.
Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Was auch immer. Wenn die Pflicht ruft, darf keine Zeit vergeudet werden. Nimm Proviant mit, sonst musst du am Ende noch echt fragwürdige Sachen essen, um am Leben zu bleiben. Ich muss mal kurz Müll abseilen. Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Das sehe ich. Sie spielen mit dem Feuer und wir müssen sie retten. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich weigere mich zuzulassen, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Nur ein Ritter? Warum bin ich nicht Paladin wie Dance? Die Bruderschaft folgt einer strengen Hierarchie. Und der Rang bestimmt die Position. Ein Paladin steht einige Stufen über einem Ritter. Und Dance hat viele Jahre gebraucht, um es so weit zu bringen. Aber wenn Sie der Bruderschaft treu dienen, können Sie diesen Rang ebenfalls erreichen, davon bin ich überzeugt. Wie auch immer, wenn Sie sich mit der Pridwin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pridwin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Öffne persönlichen Lagerbehälter. Interne Überwachung aktiv. Sieht ruhig aus. Wie ist der Status? Alles auf grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. Ritter. Ich kann ja bestimmt irgendwo verkaufen. Wenn du Synths begegnest, leg sie ruhig um. Wir machen keine Gefangenen. Ich werde dich untersuchen, nachdem du bei Dance und Edister Maxen warst. Ja, beim Hexen war ich ja schon. Knochen, das Ding. Die lassen auch hier nicht einen Fuß so einfach vergammeln. Ich werde dich untersuchen, nachdem du bei Dance und Edister Maxen warst. Glaube ich dir. Medizinischer Bericht, Aufzeichnung durch Ritter Captain Kate. Ich arbeite eng mit Gelehrter Nuria zusammen an der Untersuchung einiger Synth-Leichen, die unsere Erkundungsteams geborgen haben. Auch wenn wir noch keinen der Synths geborgen haben, die vollständig menschlich aussehen, sind diese früheren Modelle dennoch erstaunlich ausgereift. Es wird immer deutlicher, dass das Institut der technologisch am weitesten fortgeschrittene Feind ist, mit dem wir es hier zu tun hatten und daher extrem gefährlich ist. Ich habe alle meine Daten an Lancer Captain Kells übermittelt, zusammen mit meiner Empfehlung, effektive Gegenmaßnahmen gegen diese Synths zu entwickeln. Leider bin ich mir nicht sicher, wie viel das bringen wird, angesichts der Tatsache, dass der echte Feind die Synths sind, die sich womöglich in unserer Mitte verstecken.
verdammt nochmal, Gelehrte. Ich habe dir doch gesagt, dass ich keine Eselsohren will. Die Ausgaben sollten in makelloser Qualität sein. Tut mir leid, Proktor, aber das ist die einzige limitierte Sonderausgabe, die wir finden konnten. Schon vor den Bomben war das die seltenste Ausgabe. Die, in der Grognak stirbt und wieder zum Leben erwacht. Ja, Gelehrte, ich kenne den Underlane-Preisführer von 2076 in- und auswendig. Ich bin mir des früheren Wertes wohl bewusst. Der Fehler für diese Travestie lastet allein auf deinen Schultern, weil du die wichtige Lektion ignoriert hast, die ich dich gelehrt habe. Also, wie lautet sie? Immer in stabilem Karton eintüten. Tut mir leid, du hast absolut recht und ich verspreche, dass das nie mehr... was bedeutet das blinkende rote Licht da auf deinem Terminal? Was? Oh, verdammt nochmal! Ich habe den Aufnahmemodus angelassen. Warte kurz. Kann ich bei dir was verkaufen? Dr. Tegen sucht Leute, die Vorräte von lokalen Höfen beschaffen. Du solltest mal mit ihm reden. Toll. Entschuldigung? Im Moment gibt es nichts Neues zu melden, Ritter. Dance? Da bist du ja. Oh. Wie lief es mit Ältester Maxon? Er ist ein sehr entschlossener Mann. Er klingt, als stünde er hinter allem, was er sagt. Natürlich tut er das. Wie könnte es auch anders sein? Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. Nick kann nach Red Rockets. Kann zur Burg, ja. Ich glaube, dass ich dort so eigentlich alle Begleiter gerne sammeln würde mit der Zeit. Was? Das hat nicht für ein Level abgereicht? Das ist aber jetzt ärgerlich. So, versuch's mal. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten. Die Bruderschaft, wenn du es nicht reparieren alles kannst. Andere. Ich kann. Inzwischen gibt du es musstest nicht. Ja unbedingt den Meyerlurk wegtreten. Geschafft. Auf dich wirkt das nicht alt. Für mich ist das ein archäologisches Relikt. Ich schulde dir was. Ah, Nick hat noch ein paar, bisschen Schrott, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Die heben das ja auch für uns. Hoffe ich zumindest. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Oh. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, heruntergekommen und auf der Suche nach Almosen. Sie waren verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingrim. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwin abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Bekomme ich hier meine Powerrüstung? Ja, das ist immer die erste Frage, die die Neuen stellen. Mal sehen. Ich habe gerade eine recht ordentliche T-60 zusammengeflickt. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Sie steht in Bucht 3. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Möchtest du mir erzählen, wie das mit dir passiert ist? Das ist schon ein wenig persönlich, meinst du nicht? Die
meisten Menschen in deinem Zustand hätten aufgegeben. Mich interessiert einfach nur deine Geschichte. Ich möchte kein Mitleid und ehrlich, wie dem auch sei. Wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Schade, dass das nicht geklappt hat. Wir müssen, glaube ich, mal ein paar mehr Level auf Charisma packen. Sich ohne Rückendeckung mit einer Todeskralle anzulegen. Entschuldigung, Proktor Tegan. Komm her, Ritter. Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn sie mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Warum bist du da drin? Schön, dass du das fragst. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proktor Tegan. Die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Von welcher Art Arbeit nebenher sprechen wir denn hier? Oh nein, nein, nein. Nicht das, was du denkst. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Proktor Tegan? Schau bei mir vorbei, wenn du den Rest der Besatzung kennengelernt hast. Hätte eine Menge Arbeit für dich. Ich will auch was verkaufen. Komm wieder, wenn du dich bei allen vorgestellt hast. Bucht 3. Bay 2. Bay 3. Das wird unsere sein. Hab gerade ein paar Mods für Powerrüstung an Tegan weitergegeben. Solltest du dir mal ansehen. Wenn du keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudrehen. Ach nee, das ist Bucht. Das ist Bucht 4. Hä, wie hab ich das übersehen? Wenn Ältester Maxon mir befehlen würde, ihn zu den Toren der Hölle zu begleiten, würde ich sich für ihn eintreten. Ach komm, lassen wir. Zielerfassung. Immer schön taktisch. Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proctor Quinlan bringen und analysieren lassen. Und Rainer. Fühlt sich an, als könnte man es mit der ganzen Welt aufnehmen, was? Ich bin stolz, unter Ältester Maxon dienen zu dürfen. Mir schön. Reicht es mit Lyons und seinen törichten Ideen. Sickbay. Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Ja, gerade die Tasse einfach so weggesteckt, aus der er gerade noch einen Schluck getrunken hat. Klar, nur zu. In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Wäre das dem Überwachungssystem von Vault-Tec nicht längst aufgefallen? Dem Überwachungssystem von Vault-Tec? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Ja, natürlich. Und zweite Frage.
Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Kommt das so häufig vor, dass es dafür eine eigene Frage geben muss? Du würdest dich wundern, wie viele Ödländer diese Frage mit Ja beantworten. Zum Glück betrachtet die Bruderschaft derartiges Verhalten als höchst geschmacklos. Da du ja nicht sonderlich viel Zeit im Ödland verbracht hast, gehe ich davon aus, dass die Antwort Nein lautet. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Das ist mehr so eine Moralfrage, oder? Oh, absolut. Ich bin der Ansicht, dass der geistige Zustand der Besatzung so wichtig ist wie der körperliche. Jeder, der im Gefecht aufgrund fehlgeleiteter moralischer Werte beim Schießen zögert, ist nicht für die Bruderschaft geeignet. Also, wie steht es mit dir? Hättest du ein Problem damit? Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. So. Oh, die Mieze, die mir rot markiert. Kann ich dich abknallen? Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Ich fürchte, du verwechselst mich da mit jemandem. Vielleicht sollte ich die Versorgungskästen nach einer neuen Brille durchstöbern. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend. Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Ah, dienstliche Tour. Abgeschlossen. Dann können wir jetzt eigentlich mal unser Charisma, oder? Was haben wir hier noch so? Na gut, Charisma. Aufgepasst. Bereit. Keine Gnade. Ah ne, ich möchte mein Zeug ja erstmal verkaufen. Ich weiß nicht. Irgendwie mag mir Gelehrte Neraya ihren kleinen Zoo ein wenig zu sehr. Kann jetzt nicht reden. Muss mir die Meyerlurk-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Okay, ja, dann störe ich mich.
Was kann ich heute für dich tun? Ich schaue mir das Angebot mal an. Gerade sind ein paar erstklassige Waffen reingekommen. So, wir müssen mal verkaufen. Gamma-Kanone, das ist... Wir haben eine, glaube ich, die besser ist, ne? Oder besser gesagt, eine mit Stern. Dann kann die weg. Die wollen ja recht wenig bezahlen. Aber gut. Das behalten wir. Dann war es das auch schon. Ja, dann haben wir gar nicht so viel. Was wollen die denn für eine Mod? Oh, Mods sind gut was wert. Aber was genau? Kommando-Brustteil. Da müsste ich mal gucken, was unsere hat. 27. 24. 27. Nicht brauchbar. 16. Der Kommandohelm, der wäre was. Der wäre es wert. Wir übertreiben es am besten nicht. So. Wir sind trotzdem überlastet. Aufgepasst. Warte auf deinen Befehl. Nee, willst du Ausrüstung tauschen? Die gehört mir. Ach ja. Alter, warum kann er so viel einstecken? Ah, wow. Der eine Ölkanister. Ich bevorzuge ja Laserwaffen. Der Schuss ist sauberer und er hinterlässt diesen typischen Ozongeruch. Das. Oh Gott. Maulwurfsratte am Stiel war eine echt schlechte Idee. Entschuldige mich. So, aber ich glaube, wir müssen ein Folgenpäuschen einlegen, bevor es hier weitergeht. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge hier. Wir haben eine Z-Verschiebung von 3%. Empfehle Schubanpassung. Und hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.